Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns Pumping Monkey an. Es ist wieder passiert. Frankfurt Durchdreher-Modus. Bereitet euch vor, Gehirnzellen wie Paprika jetzt in den Ofen. Kommt gerne in den Stream. Erster Link im Bio, Delarue TV. Ihr könnt schon sehen, heute sind wir in meiner Stadt Ingelnhausen. Ich mach's nicht jetzt, ich weiß Bescheid. Dann würde ich mal sagen, heute werden wir auf jeden Fall ein paar Gehirnzellen verlieren. Was sagst du dazu? Auf jeden Fall, oder? Gelnhausen. Oh, das ist doch marokkanische Flagge, oder? Ihr wisst Bescheid, ich komme aus Gelnhausen. Heute wird es extrem wild. Ich würde sagen, wir checken einmal die Ladies ab. Ey, Applaus, komm. Boah, guckt sie euch mal an. Oh mein Gott. Boah, Huda ist einfach dabei, Digga. Pocahontas ist auch am Start. Hermine Granger. Und jetzt die Jungs. Oh, da war Melissa einfach. Boah, und da sind die Jungs. Chip Doll, Digga. Der zeigt sich einfach nicht. Okay. Aha. Yeah, die sind auf. Oh, das sieht aus wie Crime. Das sieht aus wie Crime. Ladies first, Tinder auf meine Art. So, dann haben wir schon mal die erste. Stell dich mal vor. Leonie, komm aus Gelnhausen. Leonie, für dich ist das Video okay, dass wir es veröffentlichen? Ja. Für die Eltern Einverständnis da? Ja. Wir telefonieren immer vorher mit den Eltern, deswegen. Ja. Ne? So, du weißt ja, was deine Aufgabe ist, warum du heute hier bist. Was? Ja. Ich muss ihn abchecken. Und Digga, allein dieser Satz, gell? Wir telefonieren davor mit den Eltern. Dann jawohl! Check ihn mal ab, Bruder, und so ein Biggie alle, B.I.G. Ja, stell dich schon mal vor, Bruder, so ein Pumping Monkey ruft deine Mutter an, um nach Erlaubnis zu fragen, ob deine Tochter in sein Video kommen darf, Digga. I've been really trying, baby. Jetzt sag uns! Salam, Anne. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, er ist einfach nicht mein Typ, so. Warum nicht? Weil, nein, einfach nicht meins. Was gefällt dir nicht? Das Aussehen, also die Haare und so. Ja, Anita, heute bin ich ein bisschen spät gekommen. Was sind denn deine Typen? Der Blonde da, zum Beispiel. So. Okay, der Blonde wäre ihr Typ, das hören wir uns dann nachher nochmal an. Korrekt gemacht, check, check. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Die war korrekt. Stell dich mal vor. Die war korrekt. Mein Name ist Batu. Batu? Ja. Grüße gehen raus, Familienbekannte. Batu, für dich Video ist auch okay, dass wir es veröffentlichen. Ja, normal. Mein Deutsch ist gerade gerettet. Ja, normal. Check sie mal ab von oben bis unten. Warte, sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein, nicht. Ihre Brillengläser sind größer als die Felgen von meinem Vater. Okay, die gefällt dir nicht? Hä? Digga, die ist größer als mein Opa gefühlt. Komm mal her. Cousin, du hast eine größere BH größer als sie, Bruder. Und du redest einfach so. Ich verstehe das nicht, Digga. Die war so nett, Walla. Die war so korrekt. Safi, wenn der jetzt zum Brad Pitt stehen würde, ich würde verstehen. Der darf. Aber Bruder, du? Riese. Walla, du bist größer als mein Vater. Das Ding ist, du disst mich für Sachen, für die ich gar nichts kann. So. Das ist halt so das Problem, Digga. Weil du sagst Sachen gegen mich, die für die ich gar nichts kann. So, du bist angeboren, was soll ich machen? Du hast dieselbe Schuhgröße wie Jesus. Das Problem. Okay, geht mal wieder in die Reihe. Dann haben wir schon mal die nächste. Wenn ich sie wäre, ich hätte direkt gekontert und du die gleiche Körbchengröße wie Shirin David, Alter. Hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut und Ihnen? Das Krasseste ist, wir brauchen nicht mal Einverständnis, weil der Papa guckt gerade mit zu. Ja. Schöne Grüße. Elvin, Dankeschön für Stufe 1 im Ersten. Ich küsse dein Auge. Kann dein Vater? Ja. Okay, du weißt ja, was deine Aufgabe ist. Check mal Ship Tor einmal von oben bis unten ab. Check ihn ab. I've been really trying, baby. Würdest du ihn... Warte mal. Ach so. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil Vater zuguckt. Warum fragst du, Junge? Erstens, weil er Albaner ist und zweitens, weil er dünner ist als ich und ein Stock neben mir ist. Oh! Alle Prinzessin große Stirn. Wala, müssen wir uns mal unterhalten, alle. Wie? Weil er Albaner ist. Wie muss denn dein Typ aussehen? Deutsch, blonde Haare und... Ist nur, weil der Vater nebendran steht, sagt die jetzt deutsch, blonde Haare. Aber jeder zweite Kontakt in ihre Handy kann der Vater nicht mehr aussprechen. Hafid, Harun, Abdul Jafar. So, Cousin, ich. Also, er geht gar nicht? Nein, absolut nicht. No go.
Blond hast du gesagt, muss er sein? Ja, blond, braun. Okay. Und deutsch. Und deutsch. Und deutsch. Gut. Was bist du für eine Landsfrau? Ich bin Philippinin und Deutsche. Krass. Ich wollte gerade sagen, korrekt gemacht. Nein, war es nicht. Wir hören uns die Meinung von drüben an. So, stell dich mal vor, Gigo. Hallo Bruder, ich bin Islam, komm aus Bürgenjud. Islam, check's mal dreh ab. Dreh durch, Cousin, du darfst. Wallah, sie hat sich verdient. Dreh durch. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Vom Aussehen eigentlich. Ja, das ist ja das Problem. Guck mal, wenn man direkt schießt, Digga, man muss dann auch einfangen können, so, verstehst du? Das ist hart, Alter. Bestimmt hat sie eine Schwester, wenn der Vater mal im Ghana-Urlaub war oder so. Vielleicht, ja, so. Ich schon, aber gerade was sie abgezogen hat und wo ich ihre Stimme gehört habe, war schon ein bisschen männlich, also nee, eher nicht. Da würde ich lieber Jimmy Neutron daten als sie, Alter. Jawohl, genau so, Cousin. Okay, warum Jimmy Neutron? Weil die beste und weiblichere Stimme aussieht, der hat als sie. Okay, was sind deine Typen so, Geschmack als Frau? Aber schon ihr Geschmack, also schon mein Geschmack. Hallo! Okay, weiter. Aber da ihr Charakter gerade nicht fest ist, Bruder, ich achte schon sehr auf Charakter. Das ist halt schon scheiße, dass sie mich beleidigt hat als Stock. Ich bin zwar kein Stock, das ist alles Muskelmasse, was ich hab. Hast du gehört? Das sind alles Muskeln, was er hat. Komm mal her. Nee, danke. Bevor ich deine Arme anfasse, kann ich auch einen Stock anfassen. Das fühlt sich genau gleich an. Aber tut mir leid, Cinderella, dass du mich an... Aber tut mir leid, Cinderella, dass du nur einen Stock anfasst. Aber lieber würde ich halt einen Stock anfassen als dich, Alter. Weißt du, wie du aussiehst? Okay, geht mal wieder in die Reihe. Weißt du? So, dann haben wir schon... Sotagende, stell dich vor. Abo! Bruder, mein Name. Bruder, was geht ab? Nix, bei dir? Alles klar, ja? Ja, sowieso. Du weißt, was heute deine Aufgabe ist? Ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. Hast du diese Bewegung gesehen? Ja, auf jeden Fall nicht sexy, nicht mein Fall. Wartet, ey, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Warum nicht? Auf gar keinen Fall mein Fall, auf jeden Fall. Einfach nicht mein Ding. Du stehst nicht auf Muskeln? Auf sowas nicht. Was ist das auch? Weiß ich nicht, Bruder. So, aber du siehst viele, die sowas heutzutage haben. Ich verstehe das nicht, Cousin. Das ist wie diese Barcode-Scan, guck, was große Lücken noch dazwischen sind. Ja, ich check das nicht. Den nicht an ihm. Sein Kopf, sein Gesicht. Sein Kopf, sein Gesicht. Was sind deine Typen, Bruder? Baba Marokkaner Seiten auf Null. Okay, dann hören wir uns die Meinung von drüben an. Dankeschön. Muskelman, stell dich mal vor. Ich bin 19, Antonio. Antonio, woher kommst du? Bayern. Wie oft trainierst du? Einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja. Konnt ihr dir die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Check mal Hut einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Ja, safe, okay. Melissa, safe. Ich bin ich dein Hund oder was? Was? Ob sie dein Hund ist? Kannst du werden, ja? Ja, deine Mutter kann ein werden. Was, meine Mutter? Ich hab mehr Brust als du. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much killing. Wow. Ich hab mehr Brust als du in der Leben hast. Bruder, was ist Blamage, Leute? Warte mal, ey, was hast du heute genommen? Kaugummi. Mach mal nochmal. Mach mal Platz. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Wallermaschine. Heute Zirkus geworden hier. Du trainierst einmal die Woche? Ja, Bruder. Und wie viel Testo nimmst du, damit das so aussieht? Null. Null? Du bist 19. Also Huda ist nicht dein Geschmack? Nein. Warum? Die hat viel zu viel im Internet rumgezeigt. Was denn? Ja, wird da rumgezählt, so weißt du? Ja, ist sowieso nicht deine Sache. Du springst dich viel zu viel, Mann. Ja, was hat das jetzt damit zu tun, du Opfer? Okay, wie heißt du nochmal? Antonio, ich glaube, du hast einige Mädels, die dich haben wollen, oder? Ja, Bruder, aber ich will die eine richtige haben. Okay. Die mein Herz will. Du wirst eine richtige haben, inshallah, Antonio. Kramstraße, mein Körper will. Sehr gut gemacht. Die dein Herz will und nicht dein Körper will. Okay, alles klar, Antonio. Okay, wir gehen ein zweiter, let's go. Hi. Hi. Was geht ab? Nix, bei dir? Stell dich mal vor, Alter. Hi, ich bin Julia, bin 17 Jahre alt und komme aus Gelnhausen und ich bin Pole. Julia, für dich ist das Video okay? Ja, das klar. Das ist veröffentlicht? Ja. Wir haben damit dein Einverständnis? Ja.
Check ihn mal ab von oben bis unten. Boah, das ist ein Frecher, das sehe ich schon. Okay, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nee, nicht so mein Typ. Also er muss ein bisschen größer sein und längere Haare. Längere Haare? Ja, und er ist einfach zu klein. Er müsste schon größer die sein. Die ist nicht ready, wir schießen nicht gegen die. Was sind deine Typen? Ja, einfach größer und dunklere Haare auf jeden okay. Fall. Sehr, sehr korrekt gemacht, check. Check. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Jigo, stellen Sie sich bitte einmal vor. Bruder, ich heiße Musa, bin aus Mönchengladbach. Okay, Musa, check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, haltet euch zurück. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Halt euch zurück. Ehrlich, das wäre ehrlich nicht mein Fall. Die sieht aus wie Eminem im Periode. Das wäre ehrlich nicht mein Fall. Die sieht aus wie Eminem im Periode. Haltet euch zurück, Dreys. Ich warne euch. Guck mal, und haben wir Eminem im Periode. Guck mal, alhamdulillah, ich bin Moslem, Bruder, ich hab Miss Piggy in Person vor mir hier. Fühlst du dich jetzt irgendwie krass oder so, wenn du mich beleidigst? Ich äußere meine Einung. Sonst nix. Einung? Ich bin voll respektlos geblieben, aber keine Ahnung. Okay. Okay, geht mal bitte wieder in die Reihe. Ich hab das gerade. Okay. Du bist kleiner als mein. Was willst du eigentlich? Guck mal, wie klein du bist. Hast du oder was? Hast du das gehört? Ja, Mann, ja, geht. Hat sie was gegen kleine Menschen gesagt, Digga? Hat die Olle da, die für Milka Werbung macht, für Erdbeerschokolade, hat sie da was gegen kleine Menschen gerade gesagt? Hä? Zu Burak, nach FFM. Keine Ahnung, er gefällt mir nicht, er ist respektlos. Mag ich. Sehr, ne? Ja. Sehr asozial? Ja, sehr asozial. Willkommen in Gelnhausen. Oder nur asozial, nur weil die ihr Bauchnabel aber letztes Mal bei ihrer Geburt gesehen hat, Bruder. Sehr, sehr asozial. Escalation, Escalation. Wir bleiben respektvoll. Wir bleiben respektvoll. Hallo, ich bin die Yemina. Ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Bosnien. Bosnien? Würde ich das Video auch okay, dass sie es veröffentlichen? Ja. Yemina, check mal Eminem von oben bis unten ab. Der sieht aus wie Crime. Kennt ihr Crime? Von Drach 5i. Okay, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Also, um ehrlich zu sein, der ist schon süß. Der ist schon süß? Der sieht nicht schlecht aus und so. Wow. Aber um zu daten, muss ich halt kennenlernen. Weißt du, Persönlichkeit ist mir sehr wichtig, aber so an sich... Warum mach mal Mund? Ich sag dir ehrlich, Germani, ich feier das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Ich kann auch nicht verstehen, wie Jungs das attraktiv finden können. So, ich kann mir nur vorstellen, dass sie das selber cool findet und dass sie das macht, so, weißt du? Aber so für mich persönlich, Bruder, ich kann mir das nicht vorstellen, Bruder. Ich weiß nicht, was da dran sexy sein soll, was da dran gut aussieht oder was. Ich verstehe das nicht, Bruder. Aber jedem seine, aber ich verstehe das halt null, sag dir ehrlich. Ich erst Blick, warum nicht? Ey, sie würde dich daten. Sie hat schon mal sehr korrekt gemacht. Der hat einfach Zahnspange an Lippe, so. Verstehst du? Ich check das nicht. Dankeschön. Wir hören uns die Meinung mal von drüben, Mann. Stell dich mal vor. Also ich bin Victor, bin 17, in Pole. Okay. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Also ich sag ehrlich, nein, sie ist hübsch, aber es ist halt nicht mein Fall. Okay. Weil einmal, ich feiere die Schuhe gar nicht. Das ist so gar nicht mein Fall. Das so erinnert mich so ein bisschen an Stripper von 1990. So auf den, das ist nicht mein. Film mal ihre Schuhe. Aber zeig uns mal deine Schuhe. Ich muss sagen, die Schuhe sind schön sexy. Ich finde, sie hat eine schöne Jacke. Ja. Ihre Haarfarbe mag ich, weil ich bin mehr so Blondin. Weil dunkel ist, erinnert mich. Also die Schuhe finde ich gar nicht schlimm eigentlich, oder? Die sind so okay, die erinnern mich voll an Michael Jackson, Digga. Also ich muss sagen, die Schuhe sind schön sexy. Ich finde, sie hat eine schöne Jacke. Ja. Ihre Haarfarbe mag ich, weil ich bin mehr so Blondin. Weil dunkel ist, erinnert mich so. Hast du noch was auszusetzen? Hast du noch so einen Wunsch? Nee, ich führe diese Dinger hier in den Lippen nicht, die Piercings. Sie ist Bosnierin. Okay, dankeschön. So ganz aussehen wie so Tokio. Sehr korrekt gemacht. Ufo hatte High Heels jetzt seit neuestem Race. Ufo ist nur noch auf High Heels. Hübsches Mädchen, sehr korrekt gemacht. Nadja, komm mal her. Da sind wir auch schon bei der letzten. Brech deine Nase. Was geht ab, Leute? Hier ist Nadja. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier einen Typ bewerten. Nadja, check. Hey Bruder, diese, wie heißt es nochmal? Lashes? Heißt Lashes? Leashes? Wie heißt Lashes, gell? Ja? Cousin, Walla Billa, das sieht aus wie Schamhaare, Cousin. Was ist das denn für ein Trend aktuell, dass man sich so ein Gebüsch dahin macht? Was ist das, Walla? Das sieht aus wie Schamhaare, Bruder.
Ich verstehe, dass die Leute so ein bisschen volle Lashes haben wollen. Man macht ja auch diese Wimperntusche und so. Ist alles legitim, soll jeder machen, so, verstehst du? Aber so viel, das sieht aus wie Schamhaare, Cousin. Wie die Haare, diese zwischen, kennt ihr diese zwischen Arschloch und Eier, diese Check den ab von oben bis unten. Was ist das denn, ja? Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, weil ich bin nicht auf Typsuche und guck mal, ich hab keinen Bock zu schießen, weil es ist nicht mein Niveau, weißt du? Okay. Ja. Aber er ist gar nicht dein Typ. Jawohl, Jeton! Okay, korrekt gemacht, Alter. Ja. Wir hören uns die Meinung von drüben, Mann. Dankeschön. Stell dich mal vor. Ich bin Andi, ich komme aus Mönchengladbach. Ja. Bin 20 Jahre alt. Ja. Okay. Hier. Okay, check mal Nadja von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Würdest du Nadja daten? Ja, nein, begründe es. Erstmal diese Posen, die sie gerade gemacht hat, kann sie sich sonst wohin stecken. Und auf jeden Fall, gar kein Fall, ist nicht mein Typ, weil ich stehe nicht auf Frauen, die lutschen. Kommen wir nochmal dazu, zu niveaulosem Schießen. Was hat sie gesagt? Niveauloses Schießen. Man schießt gegen dich, weil du selber Preis gibst. Wie gebe ich mich deinen Preis? Mit Jogginganzug. Nee, ich rede nicht vom Jogginganzug, ich rede das lutschen. Anstatt hast du so eine Krise, Geldkrise? Walla hat er verdient. Walla hat er verdient. Walla hat er verdient. Der war schon respektlos, Cousin. Ich sag dir ehrlich. Der war schon respektlos. Der hat gar nichts Schlimmes gesagt. Walla hat er verdient. Alles cool, Bruder. Alles cool. Walla, Frauen, die sich aufregen, man weiß, dass sie Unrecht haben. Nadja, ganz ruhig. Was sagst du zu ihm? Asozial? Ja, richtig. Richtig? Ja, unnötig. Guck mal, der kann seine Mutter ein Schöre. Ja. Bam. Cola, was ist? Ey, scheiß mal auf Cola, aber seid ihr im neuen Jackson 5 oder warum rappt dein Bruder? Oh! Was sagst du? Sohn. Ey, warum fängst du auf einmal mit Cola an zu schütteln? Hast du eine Krise? Cola, Alp. Hä? Alp. Nicht korrekt. Kannst du ins Gesicht sein? Aber egal, muss man dir ja nicht sagen. Muss man dir ja nicht sagen. Walla haram, was ist da was? Juckt mich nicht. Okay, okay, es ist sehr asozial geworden. Lass mal wieder Gelnhausen. Gelnhausen ist krank. Gelnhausen, was geht ab? An so Videos sieht man immer wieder, wie tief Menschen eigentlich für so Dinge fallen können.